willkommen hier zu Operation Condition Zero. Condition Zero vor allem. Nein, ich weiß. Generation Zero. Generation Zero, oh, ja. Wir sind wieder live. Siehst du das Überlappende gleich? Ja, oder du musst Dings machen, den Rahmen einfach abmachen bei uns beiden. Ja, das finde ich aber kacke, ey. Oder mich. Weiß ich nicht, nach unten. Also du ohne Rahmen, meinst du? Ja. Warte mal. Weil mit dem Rahmen habe ich ja genau den Rahmen im Gesicht. Guck. Dann ist das so. Dann habe ich halt keinen Rahmen. Wenn ich, müssen wir nochmal einen erstellen. Genau. Für so. Diese Dings. Wir sind aber live. Ja. Mein Sound geht auch nicht runter. Bis jetzt. Sehr gut. Das ist ja toll, dass du keinen Sound hast. Also Sound jetzt einen Moment hast. Guck mal, ich habe einen Militärhelm an und Gasmaske. Ich sehe jetzt voll aus, ne? So. Ich würde jetzt mal sagen, Börje, ja. Wir schaffen das. Okay, super. Was ist unsere Mission, Ingmar? Du bist hier der Führer. Folge den Koordinaten zum Strand von Kelviken. Jetzt mal auf deine Sprache. Folge den Koordinaten zum Strand von Kelviken. Ich habe eine andere Mission. Musst du auswählen, dann deine. Ja. Unter Lock. Genau. Landekopf heißt die. Ah, Landekopf, okay. Musst du auswählen mit T. Jo, habe ich. T. Hast? Habe ich. Ah, sehr gut. Gut, dann würde ich sagen, ja, folgen wir mal. Geben wir auf, Eolingas. Genau. Orieren! Orieren! Los! Möge die Westfold uns leiten, Bitches. Westfold? Westfold, das ist ein Rohan-Gebiet. Achso. Eine Westfold, Ostfold. Noch irgendwas gibt's dann. Ich hab keine Ahnung mehr was. Achso. Okay. Westfold, Dunhag. Oh, da war ich mal der Scheiß, wo ich her. Wir müssen unlang. Dunhag, genau, stimmt, gibt's da auch. Dagorland, Dunhag ist das, wo die bei den Geistern waren. Aber ist noch Rohan-Gebiet. Ach so, genau, das ja, die, ja gut, die Toten sind ja auch Rohan-Krieger ehemalig, oder? Ja, alles, glaube ich sogar. Alles, Gondor und Rohan. Ja. Königsunterlegende, würde ich mal sagen. Die. Wie heißen die nochmal? Die sich nicht trauten. Ah, die kommen auch nicht lang. Alter, was ist das für Berge denn hier? Ich würde jetzt auch nicht 1000 Kilometer weiterlaufen. Also, ich möchte eigentlich schon. Also, munitionstechnisch bin ich noch immer. Bis auf die Pistole richtig scheiße ausgerüstet. Ich finde keine Munition mehr für die Shotguns mehr. Wirklich nicht. Okay. Letztes Mal den Kampf, den habe ich ja auch. Den habe ich ja auch. Ist das hier eine Wand? Ach, das ist meine Wand hier. Ach Gott. I saw the light far from the sky. Ja, mach du mal bei DSDS so mit, ey. Was denn, wie du jetzt gerade gesungen hast. Guck mal da hinten. Weißt du, das ganze Entfernung, ist das ein Gebäude? Das leuchtet da hinten, ne? Ja. Das ist schon geil. Aber dann gucke ich jetzt hier in welche Richtung. Die Leuchtfeuer. Ah, das ist auf der anderen Seite der. Das ist eine. Da ist gar nichts im Moment, aber es ist eine Stadt, ne? Ganz viele. Das sind die Leuchtfeuer. Ich frage mich ja eh, wann wir in das große Gebiet dann. Ja, das freuen wir aber auch. Oder ist das im Moment sind wir immer noch in dem kleinen. Kommt man überhaupt ins große Gebiet? Ist das nur Fake? Das wär's, ey. Weißt du so, dass das da ist, aber. Ach, das wird aber schon, denke ich mal, richtig sein. So. Okay. So. Heute, wie gesagt, werden wir uns halt mal zu den Koordinaten am Strand bewegen, nach Kelviken. Mal gucken, was da noch so kommt. Ich für mich muss sagen, das ist ein gutes Spiel, aber kein jetzt nicht eins, wo ich sage, ey, geil! Sondern es ist einfach ein solides, gutes Spiel, muss ich sagen. Genau. Also, Far Cry, muss ich sagen, war. War besser. War besser. Ist so. Ich bin gespannt, was hier noch passiert. Ne, weil im Moment ist es wie jedes Online-Spiel, was Ingo und ich ja nicht unbedingt immer durchhalten. Ja gut, weil die immer so groß sind. Ne, nicht wegen der Größe. Wir können es nicht durchhalten, weil ist immer dieses Laufe dahin. Naja, und sorge gut, das. Okay. So, weißt du das? Aber guck mal, da oben ist die Burg, da gehe ich aber jetzt nicht hin. Ne, da gehe ich jetzt auch nicht mehr hin. Oh, wir müssen immer gucken, dass diese komischen Zeichen hier, das Riese A600 noch was, Kettenhund von Ipolm, dass die. Bei Ipolm ist eigentlich da, bei oben, wo wir jetzt gerade waren, dass die nicht zu nah kommen. Das sind die dicken Viecher. Ja, ja.
Die richtig dicken. Hat mir nicht einen davon schon mal getötet? Ja, oben an der Burg doch. Ja, stimmt. Ja, das Problem ist halt... Das war noch ein epischer Kampf, muss ich sagen. Ja, ich mit Pistole, du mit Waffen. Oh, hier geht's tief runter. Bitte. Das überleben wir nicht. Bitte. Ja, aber wo soll man sonst herlaufen, Alter? Ich laufe jetzt. Immer die hohen Dinger mitnehmen, weißt du? Die Abstände noch mitnehmen. Ja. Oh, da sind schon Gegner. 1, 2, 3 Stück. Scheiße, mal kurz gucken nach Waffen. Pistole wäre okay. Aber ich habe ein Maschinengewehr noch. Naja, 4 Schuss in einer Shotgun, 3 Schuss in der anderen und eine Pistole. Hast keine anderen Waffen bei? Ne. Ich habe dafür nie Munition gefunden. Okay, würde ich sagen. Trorinem! Oh, ich muss anladen. Ist. Da! Ich denk schon, wie du schießt. Einer. Ich muss nachladen. Hab ich. Nice. Jetzt hier irgendwo so ein kleines Fickvieh. Ach, hinter uns. Jede scheiß Munition sammle ich auf, ne? So, Schalldämpfer auswählen. Jede Kackmunition sammle ich auf, aber nicht. Also langsam könnte man. Hältst du noch einer? Noch einer. Und noch einer. Jetzt können wir mal langsam die Musik mal leiser werden. Bitte. Ja, gut, dass ich keine habe, ey. Okay, Seriennummer der Container. COO10 oder wie das heißt, keine Ahnung. Ich hab's gefunden. Was ist noch ein Vieh drin? Die müssen wir zerstören. Alter. Ist auch in der Luft gesprengt worden? Ich bin, ja, weil ich muss mal kurz heilen. Alter, Vater. Ich hatte noch, du machst das und ich liege da einfach. Ich hatte nur noch 7 AP, ne? Weil ich auch in die Luft geflogen bin. Okay, wir haben das zerstört auf jeden Fall. Suche den Standort des Bunkers Garden. Okay. Dann müssen wir gleich erstmal gucken, weil hier sind noch ein paar. Gibt's noch irgendwas Geiles? Nee. Hier gibt's natürlich nichts. Schade, ey. Oh, die Sonne geht wieder auf, oder? Nee, ist der Vollmond. Was ist hell? Gut. Es ist hell. Ja, ist hell leer. Sagen wir mal so. Okay, warte mal. Also heißt es, suchen den Standort des Bunkers Garven. Wieso hab ich denn die Mission nicht so lock? Also die Frage, wo ist denn Skaven? Weil Skaven auf der Insel sehe ich jetzt nicht. Wieso hab ich denn keine Mission mehr? Muss bei Lock. Ja, was ist deine Mission? Wie heißt die? Ah ne, warte mal. Ich habe auch keine Mission mehr. Ja, sag ich ja. Warte mal. Dann müssen wir jetzt jeden Bunker abkrabbeln oder was? Ja, aber müssen wir die Nebenmissionen machen. Aber dann kriegen wir, dann welche? Für den Unterschlupf von Nora Saltholm könnte ich jetzt machen. Der ist in... Mal gucken, wo ist er? Saltholm. Er ist hier irgendwo. Den Unterschlupf halt finden. Wegpunkt setzen. Okay. Die Richtung. Naja gut, dann lass uns mal können wir an der Kiste entlang laufen? Nee, wir müssen. An der Kiste? An der Küste. Ich hab verstanden, Kiste. Sollen wir Kiste entlang laufen? Nein! Wollen wir nicht. Aber ist doch echt komisch, oder? Ich finde das immer so dunkel hier in dem Spiel. Das ist noch immer. Sehr dunkel, ja. Nur Sterne. Immer noch die Sterne sind am Leuchten. Ja. Am Firmament. Am Firmament steht ein kleines. Ja, aber das Komische ist jetzt echt, warum finden wir. Oh, hier sind auch wieder Feinde. Aber kleine. Ja, toll, dafür habe ich ja auch. Ja, toll. Letzter Schuss nachladen, oder? Hör auf! Alter, die Dinger, ne, die sind so kacke. Ah. Ich
glaube, das wird richtig scheiße hier. Und alle da. Sehr gut. Noch jemand? Hinter uns. Ich muss nachladen. Was für scheiß Viecher das sind. Das erinnert mich jetzt voll an The Forest, ey. Hier sind noch mehr. Oh, was will denn? Noch mehr? So. Oh, hier ist ganz viel Munition, glaube ich. Ja, aber hier ist auch Shotgun-Munition. Also zumindest. Oh, hier gerade. Ja, geil, dass wir hier drin sind, du. Wenn das jetzt nicht die passende Munition ist, ne? Ich schwöre dir, ich deinstalliere. Für die andere? Ne. Hä? Das ist keine Munition nicht mehr. Nur keine Shotgun da. Wie? Okay. Welche brauchst du denn? Für Shotgun. Kaliber. Vielleicht kann ich dir helfen. Pumpgun in Kaliber 12. Ja, beides Kaliber. Kaliber 12 Vogeldunstmunition kann ich dir geben. Wie mache ich das nochmal? In der Hand nehmen, ne? Wie wir das nochmal dir geben? Kann ich einfach nur hier anbringen, Gegenstand ablegen. So. Welche brauchst du noch? Ja, das ist das Kaliber 12. Achso, ja gut, dann hab ich. Bitteschön! Bitte, bitte! Drei so. Schuss. Drei. Was ist das denn so? Drei fucking Schuss. Nee, 12 hab ich. Hä? Ich hab dir 12 Stück gegeben, mein Lieber. Also waren 12 stand da drauf. Ich kann dir natürlich auch noch die auch noch geben, warte. Und die kann jetzt, ich auch noch geben. Jetzt, nee. Ach, ich bin dumm. Oh ja, dann warte, dann lass mich wieder mal 12er nehmen. Die 7er kriegst du noch. Mein kleiner Freund. Mein kleiner Freund. Jetzt schießt er auch noch, ey, Alter. Als würden wir nicht Munition wenig genug haben. Also zu wenig. Ich muss nicht das wenig genug. Ich muss das in die Pumpgun schieben, dann lädt er ein bisschen nach, weißt du? Naja, dann komm mal mit. Lauf mir. Doch nicht so weit weg, Alter. Ich muss hier noch hin. Ich verstehe das nur nicht. Warum gibt es nur diese eine Hauptmission? Und wir haben einen Bunker bis jetzt erst gefunden. Die ganzen anderen, Hermelin, Skavan, Utern, Madern, Sorgen, Minken, haben wir alle nicht. Aber gut. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt irgendwie. Also. Aber gut, jetzt haben wir eine Mission. Ja. Vielleicht kriegen wir nochmal Multiplayer schon Hauptmissionen. Schön hier. Schade, dass man kein Lager bauen kann, weißt du? Das wäre cool. So Häuser bauen. So mit Holz sammeln und so. Ja, da hast du recht. Das wird noch ein Spiel irgendwann. Holz sammeln. Und gehen wir runter. Holzsammelaktion oder sonst was, dann machen wir noch. Ja. Nee, das eine Spiel, was wir doch gesehen haben mit dem Outlaws, mit den Cowboys. Western, das ist so ähnlich wie Red Dead Redemption. Genau. Nur halt Western in Rust. Ja. So. Auf zu Nora, komm. Ja. Nora Tschirner, das ist eine Schauspielerin. Ich weiß. Kennst du die? Ja. Hat Tomb Raider vertont. Ernsthaft? Yep. Also die jüngere Tomb Raider, ne? Oder wie war das nicht so? Wieder, war das nicht wieder Lara Loft, oder wie die heißt? Naja, einmal war es Nora Tschirner. Einmal war es Lara Loft, die macht einfach nur singen und sowas. Und ein paar Trickfilme. Nee, das ist aber Synchronsprecherin. Ja, auch, aber die hat nicht. Wie heißt nochmal dieser eine deutsche Schauspieler? Florian Silbereisen wollte ich schon sagen. Hier, wie heißt der? Ja, in welchen Film? Wadenknecht? Wie heißt der nochmal? Wadenknecht? Nein, der hat einen Charakter aus Battlefield 4 vertont, aber ich weiß nicht mehr, wie der heißt, Alter. Keine Ahnung. Wenn das kein bekannter Schauspieler ist, dann. Doch, das ist ein bekannter Schauspieler. Ja, wie heißt er denn? Ja, das weiß ich ja jetzt gerade nicht. Und welchen Film hat er gemacht? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Okay, dann kann ich es doch nicht sagen. Da kann ich dir nicht helfen. Das ist ein Deutscher. Ein Deutsch? Ja, gut, okay. Hat er nicht synchronisiert. Ach komm, jetzt nicht hier oben, oder was? Knechtbein? Ich hab keine Ahnung. Ist ja auch. Annegret Kramp-Karrenbauer. Schön mit Politik hier. Immer auf Politik. Ich glaube, du als.
einer, der von der Politik so ein bisschen ist, ich sage jetzt auch nicht, welche Partei, weil das finde ich ja auch, wäre auch scheiße, müsste es ja eigentlich so die ganzen Führungspositionen kennen, oder nicht? Überhaupt nicht, ne, echt nicht. Ich kenne so ein paar Leute, die so im Landkreis und im Kreistag und so sitzen, weißt du, so Vorsitzende. Aber was da ganz oben mit, ich kenne sie vom Namen nicht unbedingt. Das ist immer dieses Namen merken, weißt du? Hm. So, ich könnte dann vom Aussehen her, wüsste ich, okay, der ist in der CDU, der ist in der SPD oder sonst was. Ach so. Das, aber das Namen das ist... Vom Aussehen kannst du das machen? Bei manchen auf jeden Fall, ja. Oh, krass. Manchmal vertue ich mich vielleicht auch, klar, aber... Nee, sonst... Das ist krass, das hätte ich nicht gedacht. Ja, ich weiß. Ein bisschen muss ist, man sich. Aber wer ist denn von. Ja, das ist doch ein bisschen die Leute, was du. Oh! Was ist das, ein Foto? Nee, das ist ein Gegner. War es ein Foto? Es blitzte gerade einmal. Alter, da unten brennt es. Ja, da sind noch ein paar Gegner. Wieder Schwebedinger auch. Nur Schwebe? Ja. Nee, nicht nur. Wir müssen den töten. Weil der sagt auch immer gern an, weißt du? So, ey Jungs! So. Kommt mal hier lang! Hätte ja gar nichts. Ich habe Freunde! Alter. Das ist oh. Das Althötchen von Herrn. Ach, schon wieder. Johansson Larsen. Fick dich ins Bio! Bitte. Alter. Okay, hier gibt's nichts. Ist da noch ein Gegner irgendwo? Naja, lauf schon weiter. Nicht, ja. Immer weiter laufen Richtung Nummer 2, Richtung Nora. Das wäre jetzt so DayZ-mäßig, weißt du? So, jetzt ein paar Zombies, die Musikatmosphäre, die. Das auf, also sagen wir von der Grafik und auch so von der Atmosphäre wäre das ein geiles Zombie-Spiel. Das auf jeden Fall. Das da gebe ich dir recht. Auch so dicht, so die Vegetation. Siehst nicht immer sofort ein Zombie. Genau. Ja, wir müssen mal wieder gucken, ob wir irgendwo ein Zombie-Spiel oder so auch mal finden, weißt du? Ja. Irgendwas, aber Survival und nicht ja, ne, ist ja eigentlich alles Survival, bei Zombie-Spielen. Ja, doch, größtenteils, ja, eigentlich immer, ja, doch, stimmt. Ja, die wollen das ja auch, dass die Menschen auch ein bisschen bauen und dies und jenes machen. Genau, ja. Ja, da sind irgendwie große Gegner, zumindest so ein Blinklicht ist das. Komisches. Aber da darf ich jetzt nicht stehen. Da glaube ich weiter. Rallaisen-Antenne. Eine Antenne ist das. Da sind aber so viele Gegner. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ey, das wäre so laut alles. Ja. Oh, ist ein Bunker hier. Fällt der auch zum Bunker? Warte mal gucken. Denk vielleicht ich mal. Wird das angezeigt. Im Kampf eingetreten? Was will der denn, ey? Da ist jetzt wieder die Frage, ob das der Eingang ist. Oh fuck. Okay, das war ein doller Sturz. Mal kurz einmal nachladen. Ach, dann laden wir schon ein bisschen. Ach, hier waren wir schon irgendwo, oder nicht? Ja. Wir sind über die Brücke gerannt. Ja. So zwei Trottel. Wir müssen noch weiter. Hey! Waren da nicht die ganz Großen? Ja, auch. Auch. So, wir sind jetzt in Zaltham. Oh, Zaltham, da waren wir überall schon. Ja, ich weiß. Wem hast du Hi gesagt? Ich hab Ei gesagt. Ich hab meinen Rücken gestreckt. Weil mein Rücken weh tut. Ei, mein Rücken. Ei. Ei. Aber ist das komisch? Sound ist immer noch alles gut, ne? Ja, das, ich denk mal, meine Einstellungen haben geholfen. Mann. Ich und mein Pferd ist unglaublich, lecke es an, schmeckt wie Rosinen. Wie, das ist eklig, denkst du wirklich, dann sag ich das nicht. My horse is amazing, give it a lick. Scheiß Schuhe, Alter, Hallo, ich will nichts von Deichmann. So, okay, wir müssen ja eigentlich gleich, hier ist ein Bauernhof.
Oh, hier haben wir auch schon gekämpft. Ja, ich weiß. Hier ist ein Obersch. Eine Jagdhütte. Komm mal da hoch. Jo. Aber hier ist, glaube ich, nichts. Wo ist das? Weiter, komm weg, bevor es wieder gemeldet hat. Wo wir, ja, guck. Lauf. Schlappe. Ich habe nicht mehr so viele Patronen. Munition, das ist Mord in dem Spiel. Hier geht's ein bisschen runter. Ach, alles easy. Okay. Oh fuck, doch nicht easy. Oder was auch geil wäre als Atmosphäre, Zweiter Weltkrieg. Ich muss mal eben Heilpackung. Einmal eine Schlammpackung für Börje. Nee, ich hab keine Heilung mehr gehabt und ach, hier ist doch das Flugzeug, oder nicht? Ja. Da ist ein Gegner. 2, 3. Was sieht dein Elbenauge? Legolas! Was sieht dein Elbenauge? Aus dem Waldlandreich! Ja, kämpfen? Ja, komm, ficken. Okay. Rohirrim! Oder wie der heißt? Er macht das alleine. Muss nachladen. Hab ich. Nice. Da ist noch einer. Ja, egal. Ne, noch zwei. Alter. Nice. Ist noch einer. Irgendwas hier am Jet gewesen, bevor jetzt andere Gegner kommen. Oh, Shotgun-Munition war hier bei mir. Wir haben unterschiedliches Loot, denke ich. Ich weiß. Aber hier war nichts. Cool. Mal eben mal gucken. Bei dem Jet. Oder kann man hier reingehen? Oh, doch, hier ist ein Pilot. Was hat der Pilot? Munition und Verband. Okay, mehr hat er aber auch nicht. Und jetzt müssen wir mal kurz gucken, die Radarstation, die hier ist. Kann man hier machen mit? Muss man die kaputt machen vielleicht? Ah, nice. Cool. Ah. Wir haben das Funkgerät genommen. Ah, wir haben geil, hier sind Funkgeräte dran. Ach, guck mal. Nein. Nee. Der Weg ist versperrt. Genau. Er wurde angelegt von jenen, die tot sind. Sowieso, ja. Die Toten bewachen ihn. Und dann wiederholt er, der Weg ist versperrt. Wieso er es zweimal wiederholt? Ich glaube, vielleicht weil geben ach, die... Ach so, wir müssen es ja finden. Der Unterschlupf. Oh fuck, ey. Wo kann denn hier ein Unterschlupf sein? Oh, finden, Alter. Was soll das denn? Das ist Festladen. Ist es vielleicht hier, warte mal. Wegpunkt setzen, hier in dem Dörfchen. In die Richtung. Wieso ist bei Unterschlupf würde ich jetzt mal denken, Dörfchen halt. Ich habe doch noch gar nicht so viel geschossen. Wo ist denn jetzt meine Munition hin? Ah, okay. Ah, hier waren wir, glaube ich, auch schon an den Häusern. Look at my horse is amazing. Bauernhof Segistan. Boah, bist du mein Förne. Oh, wir sind Gegner. Ja. Oder? Hier sind wir ein Gegner. Alles gut, Bro. Ich hab alles im Ey. Wie viel Munition man findet, aber irgendwie immer nicht für passend für die Waffen. Ja. Da habe ich die ganze Zeit ein Problem mit. Gemeinsam stark. Ah, jetzt Shotgun-Munition. Gut. Kriegsbemalung, ey, so ein Rotz. Gib mir doch mal was Ordentliches. Ja, weißt du, wofür das ist? Damit man sich auseinanderhalten kann, wenn man mit 4 Leuten das spielt, hier das Spiel. Weil es ja so schwierig ist. Ja, vor allem, weil über deinen Namen Ingo Viva steht. Ja, was war das okay, denn? Einsatzteam, hoch, Treppe hoch. Rad. Habt ihr Osama Bin Laden? Nein. Flashbang! Aber wie geht das nochmal? Dieses Geräusch von Flashbang? Ja, das ist so ein ganz dumpfer Knall, ne? Dieses ja, laut Counter-Strike.
Nee, das ist, nein, das ist in echt auch dumpf. Der Knall. Ja. Das ist nur so ein Bumm. So ein richtig schöner. Ah, komm. Gehen wir mal aufs Dach. Da ist die Frage, wo ist dieser Scheiß unter? Das ist halt eine Nebenmission. Die wird nicht angezeigt, sondern man muss halt den Unterschlupf von Nora, aber in Zaltholmen. Södera, Zaltholmen, Zaltham. Ja, wo ist Zaltholmen? Da ist auch. Ach, oh fuck. Das ist komplett falsch, ey. Fick dir, ey. Ich mach mal kurz neuen W-Punkt setzen. Trink mal eben was. Weil da steht ja Nora Zaltholmen, Alter. Ey, wir sind in Södra. Das heißt, wir können noch weiterlaufen, Böje. In Richtung woanders. Ich muss nachher noch eine Einkaufsliste machen, ey. Muss einkaufen gehen? Morgen, ja. Für Children oder for you? Mich. Für dich? Sonst verhungere ich. Aha. Böje. Man kann nicht verhungern heutzutage in Deutschland. Doch, wenn man kein Geld hat, sich zum Einkaufen. Ja, stimmt. Okay, weiter geht's. Attacke. Los, los, los geht's hier. Immer vorwärts und rückwärts. Hinter mir noch? Ja. Ich bin immer... Auch eins, zwei, drei Hunde. Ich folge dir. Ich. Ja, ich gehe. Ich gehe, ich bleib. Schöne Wohnen mit dir. Jedes Jahr zum Midsommer feiern Schweden. Oh, ich habe einen Film. Midsommer. Kennst du den? Keine Ahnung. Weiß ich jetzt noch nicht. Sieht auf jeden Fall mega geil aus. Also ein Horrorfilm, glaube ich, irgendwie so. Oh ja, Horrorfilme sind immer gut. Also ein Psycho ist das. Horrorfilme sind immer gut. Würde ich sagen. Sind Psycho. Bei Nettie oder was? Der ist auch, der heißt Midsommar und spielt auch in Schweden, ist ein schwedischer Film. Ja. Und auch mit irgendwie Jugendlichen, die dann so eine Sekte und dann feiern die Midsommar und dann ist es ein bisschen sehr komisch irgendwie. Also zumindest. Laut Trailer finde ich den sehr. Der ist zwar sehr. Von den Farben sehr fröhlich, sehr weiß, kein Schwarz. Also, ist irgendwie so. Ja, so wie man sich Schweden halt vorstellt. Ja, Midsommar, sauber, ne? Clean, Midsommar ist hell. Genau, hell. Alle sehen gut aus. Weißt du, es gibt keine hässlichen Menschen in Schweden. Weißt du, so. Gibt's ja auch gefühlt nicht. Zumindest, ja doch. Gibt's auch, aber. Ja, aber. Wie man so, aber wenn man, so wenn man in Schweden ist, dann. Hat, ja. Das stimmt. Und wenn man. Halt so Männer groß, Wikingermäßig, stark. Genau. Gut sportlich, blond, blauäugig. So. Frauen. Und die Weiber fast genau das Gleiche, nur dass es da auch mal dunkelhaarige gibt. Ja, aber. Mit blauen Augen. Aber die schwedischen Frauen sind die schönsten Frauen. Waren wir schon mal an der Brücke? Nee. Ich da ist ein Tank. Okay, Roger. Okay. Was sollen wir machen? Wir können nicht drunter her, wir müssen über die Brücke. Oder sind wir sonst über die Brücke gekommen? Alles kommen wir unten lang? Ne, wir kommen nicht unten lang. Oder? Ja. Zum See? Ach, doch! Natürlich, wir können entweder über Brücke oder wir können in den Außen lang laufen. Ich würde sagen, wir laufen lang, außen lang. Oder? Kein Bock auf groß, ne? Ja, ich weiß nicht. Hast du genug Munition dafür? Ja, relativ. Ich will die eigentlich sparen. Jetzt. Na, ist es. Weil ich weiß nicht, was es halt in Zaltholmen in Nora auf uns wartet noch. Wir kommen ja an den Campingplatz vorbei, nur kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern. Laut Karte. Darum, ich sage, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Oh, es wird hell, oder? Wird es jetzt hell? Ja, ich glaube schon. Kann es sein? Oh, endlich wieder, ey. Nacht war jetzt echt lang, oder? Wir hatten relativ viel Nacht, muss man sagen. Ja. Also, das, ja. Wollte nicht Dings eigentlich kommen und einmal kurz gucken, ob alles klappt? Ja, aber das streamt selber. Achso, er streamt. Mega. Hat sich jetzt ein Elgato Greenscreen für 60 Euro geholt, ey. Oh, das ist aber gut. Bei eBay. Sag ich ja, man muss eigentlich bei eBay und sowas, wenn man sowas braucht. Scheiß drauf. Außer Elektronikteile, da weiß ich jetzt nicht so. Ja, da kleiner zeigen, da vertraue ich noch so ein bisschen drauf, weißt du? Ja, weil man es persönlich abholen kann. Das zum Beispiel, ich lasse jetzt liefern. Das Screen weg, weil zu weit weg. Aber ich vertraue das jetzt einfach mal und ich habe mir, vorsichtshalber muss ich aber sagen, habe ich mir alles fotografiert. Ich hab mir den Chat fotografiert, weil ich da doch misstrauisch bin. Man hört ja auch trotzdem immer noch so, die sacken das Geld ein und liefern nicht zum Beispiel, weißt du?
So, deshalb, ich habe mir alles fotografiert. Falls da irgendwas sein sollte. Das ist halt immer so Gebrauchtsachen, ne? Die verkaufen's, aber Gewährleistung ist nicht da, ne? Also, die sagen, sie verkaufen's, wenn es dann bei der Lieferung zum Beispiel kaputt gehen könnte, kann man sie nicht dafür an, weil... Nee. Man weiß es ja nicht. Klar kann es erst, das ist ja auch immer die Sache, kann das, gebraucht, auch schon kaputt haben und verkaufen. Aber er hat geschrieben, ist voll funktionstüchtig und alles. Vertraue ich drauf, hab ich fotografiert. Militärcamp, hier waren wir schon, ja. Ja, natürlich, klar vertraut man drauf, das ist halt eine Vertrauenssache, eBay. So. Ja. Ja. Guck mal, Bunker Skaven. Wenn wir jetzt theoretisch sagen würden, okay, wir suchen den Eingang. Ich meine. Könnte man theoretisch, warte, ich guck mal kurz nach Hauptmission. Bunker von Skaven. Skaven. Nee, gibt's gar nicht. Geil. Was wolltest du sagen? Ich meine, wenn ich, sag ich mal, auch wie Sporty so ein Elgato Greenscreen, den kann man ja so ausfahren und so, finden würde für 60 Euro, sag ich mir auch, dann hole ich mir sowas auch, weißt du, für irgendwelche Sachen. So. Das ist dann, wo man sagt, von fast 200 runtergesetzt auf Dings gebraucht. Easy. So, aber das ist schon Glück, wenn man sowas hat. So, immer kurz mal gucken. Das ist der Bunker jetzt hier von Skaven. Aber wir müssen ja Nora Holm den Unterschlupf finden. Oder ist das der Bunker von Skaven? Wird der denn angezeigt, wenigstens in den Missionen, Hauptmissionen? Nee. Nee, wurde er nicht, stimmt. Ja, aber da würde ich. Sollen wir da rein? Waren wir doch schon drin, oder nicht? Warte mal. Da waren wir. Ja, doch, natürlich. Lass uns mal kurz mal oben lang laufen. So, das ist jetzt genauso wie ein Mikrofon. So, ne? Falls ich eins Gutes finde, wobei ich da immer noch auch gucke. Ob es das nicht auch neu irgendwo, weißt du, aber ja, ist schwierig, das ist auch Geld, ne? Dritte Bildschirm auch irgendwann mal, aber alles nacheinander. Genau. Alles nacheinander. Und eine Wandhalterung für die PS4. Weil die nimmt unfassbar scheiße Platz ein hier. Ja, ist so. Ja. Gibt es Wandhalterungen, weißt du das? Keine Ahnung. Ich kenne nur Bildschirm. Wandhalterung, ja. Mal in die Richtung gehen. Dass auch irgendwo ganz dicker ist hier wieder in der Nähe. Ja, wie gesagt. Nacheinander ist das Beste. Und dann, wenn es zu viel kostet, dann gebraucht. Genau. So. Wie gesagt, ich hatte einmal eine schlechte Erfahrung gemacht, alleine mit Elektronik, war mit Xbox 360, ja, weiß gut, ich noch. Das war dumm, ja. Da war 60 Euro für mich halt. Und war dann plötzlich dann hier Ring of Death oder wie das. Genau, man muss da echt gut vertrauen auf Elektronik-Sachen. Und bei eBay Kleinanzeigen ist es natürlich schön, wenn man in der Umgebung was findet, selber abholen. Wenn, ja, das habe ich aber bei PlayStation 4 sogar, wo ich mir den gekauft hatte. Bin ich auch persönlich zu ihr hingefahren oder zu ihm, aber sie war halt da, also seine Freundin, denke ich mal, oder so, war das, oder Frau. Und dann habe ich das auch noch angemacht, die PlayStation, weißt du, dann konnte ich sehen, okay, genau, das funktioniert. Genau, das habe ich auch gemacht, ja. So, und das würde ich halt, klar, es ist halt bei Konsole oder bei so einem Stream Deck, kann man es vielleicht noch testen, aber eine Grafikkarte, das kann man, ja, finde ich persönlich nicht verlangen, nee, dass man sagt, du musst die jetzt einbauen. Nee. Das würde ich aber auch nicht, ich hätte jetzt nicht meine Grafikkarte bei eBay gezahlt, gekauft. Dann lieber neu, ich weiß, was, dass die neu ist, ich weiß, dass die funktioniert. Jetzt bin ich ein Gantrop. Immer noch den scheiß Unterschlupf nicht gefunden, aber ich weiß echt nicht, wo der sein soll. Ja, auch nicht. Hier rein. Oh, hier sind irgendwo welche. Weißt du das, Tippen, oder bist du das? Oh, fuck! Alter! Okay. Ich glaub, hier ist safe. Alter, hast du mich... Hab ich dich erschrocken? Aber hallo! Echt? Boah! Sorry. Tut mir leid. Aber wie hab ich mich erschrocken? Ja, so richtig. Ja, aber da war ein Gegner, was soll ich machen? Ja, ist okay, aber. Krieg mal die Knie. Hätte ich sagen sollen, Gegner 12 Uhr? Kommt immer drauf an, wo man steht, ne? Aber hier ist mal wieder nix im Haus. Ja, das war mir 11 Uhr. 11.
Aber ich verstehe gerade, man irgendwo sieht uns doch ein Gegner. Ja, hinter uns irgendwo. Aber das ist doch schon wieder nicht Saltholm. Saltholm ist für mich... Wir finden die Aldau nicht. Wir müssen die bestimmt... Wir müssen da in dem ganzen Gebiet rumlatschen, um... Wahrscheinlich irgendeine kleine Holzpisshütte. In die Richtung. Irgendeine kleine Holzpisshütte zu finden. Weißt du ja nicht. Wenn wir eine kleine Pilz... Nee, ein Pissholz... Bitte? Irgendwas zum Gegner mit uns. Hinter uns. Oh Gott. Aber wir müssen gegen ihn kämpfen, sonst locken wir die anderen an. Lass ihn kommen. Es gibt noch immer einen Zwerg in Moria, der nicht zu Staub verfallen ist. Einmal getroffen. Also zwei Gegner wieder. Einer down. Und drei Gegner. Danke. Muss nachladen. Hab ich. Easy. Oh, ein Gegner. Lass mal weiterlaufen. Ich habe jetzt keinen Bock auf Gegner. Also, Gegner schon, aber... Oh, ich habe einen Fertigkeitspunkt wieder bekommen. Jetzt habe ich zwei Stück. Kurz gucken. Echt? Warte mal. Stimmt, muss ich auch mal gucken. Ein... Ausdauer, Lauftempo, Ausdauerregeneration, Wurfdistanz, Run and Gun, mach ich mal, wenn ich es kann, kaufen. Habe ich. Jetzt habe ich noch einen Punkt, oder? Ja. Mal kurz gucken, Kosten, Lauftempo erhöhen, mach ich mal. Scheiß drauf. Jetzt kann ich im... Ja, jetzt könnte ich beim Rennen schießen. Sehr geil. Bin im Unterschlupf auf Noras Saltholm. Na. Scheiße. Was gibt's denn noch für eine andere Mission? Theoretisch bei in der Mission. Ja, nur gemeinsam stark und Road Rage. Das ist halt, finde den verschollenen Armelester auf der Straße nach Mesger. Keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Oder man kann nur hoffen. Durchsuche den Bunker Skaven nach Überlebenden. Suche den Standort des Bunkers Skaven. Haben wir ja schon gefunden. Ja. Aber wenn wir es jetzt nicht finden, weil Skaven waren wir doch gerade, oder nicht? War es nicht der Bunker hier? Bunker Skaven, ja. Ja, klar. Also in der Nähe. Dann lass uns kurz noch gucken, ob wir in dem einen Dörfchen, wo wir jetzt hinlaufen, die Nora, also den Unterschlupf finden. Wenn wir es da auch nicht finden sollten, dann lass uns nach Skaven in den Bunker gehen und nach unten Überleben nochmal suchen. Ja. Die es da vielleicht doch gibt. Bin echt verwirrt ein bisschen gerade, warum keine Hauptmission mehr da ist. Irritiert mich. Hoffentlich kriegen wir noch eine Hauptmission, weil das wäre natürlich jetzt ein bisschen mager. Okay, jetzt haben wir eine Hauptmission. Ganz viele Gegner. Wir sind jetzt in Lenturp. Ja, wir haben ja eine Hauptmission. Nö. Dass die Bunker finden alle. Ja, ey, toll, ey. Also heißt es jetzt, sind wir auf uns gestellt, jetzt gibt's gar keine richtigen Missionen mehr, sondern einfach nur noch Bunker finden. Weil da können wir natürlich auch auf das große Gebiet laufen, weil theoretisch, oder er ist verbunden. Steht zwar ein so ein türmischer Wolf A411, der Berserker der Burg von Iberholm. Oh, scheiße. Aber gut, wenn es halt so wäre, dann wäre es halt so. Und es sind zwei dicke, fette Viecher bei uns hier in der Nähe. Boah, ich hab auch keinen Bock drauf, Alter, gegen die zu kämpfen, ey. Da ist eine Kirche, komm, lass mal da rein, Alter. Geil! Church ist immer geil. Ja, Gotteshaus. Ja. Sammelgegenstände, Kirche von Saltholm. Ich hab mal ja geguckt jetzt nochmal wegen Sky Ticket, ne? Nur wegen Walking Dead jetzt. Das kostet ja nicht mehr kostet ja richtig viel mittlerweile. Warum? Das ist nicht mehr 1 Euro, wie bei dir, wo du es am Anfang gemacht hast. 9 Euro hat das bei mir gekostet. Ja, genau, oder? Das kostet mehr jetzt. Das hat aber immer schon. Das war nur das Kennenlernangebot 1 Euro bei mir. Ja, gewesen. Jetzt ist das Kennenlernangebot 4,99 Euro. Da habe ich keinen Bock drauf. Weißt du, einen Monat 4,99 Euro zahlen und dann 9 Euro, nur wegen Walking Dead, ey. Da kriege ich dann. Nee, dann. Stimmt. So, ist das nicht ein Unterschlupf hier oder was ist das? Nee, da ist immer noch kein Unterschlupf hier oder was? Aber ist doch ein Hä, wird.
Bin ich jetzt behindert? Unterschlupf. Gehe von Salthorn. Das ist doch ein Unterschlupf. Finde den Unterschlupf von Nora. Nora Salthorn. Ah, okay. Das wäre jetzt nicht Nora Salthorn. Vielleicht das Nebengebäude? Nee. Verstehe ich nicht. Also, das raff ich echt nicht. Das ist die Satellitenanlage. Oder ist vielleicht da, wo die zwei dicken, fetten Dinger sind, Nora Salthorn. Oh, in die Richtung. Gott. Aber dann mache ich lieber, ganz ehrlich, bevor wir dahin gehen, lass uns lieber, kann ich nur mal hoffen, hier verfolgen, zack, der Bunker. Lass uns nochmal zum Bunker laufen. Ja, genau, weil unsere Zeit rennt auch immer, ne? Das ist. Ja. Bisschen. Warte mal, welche Richtung? Richtung? Ah, nach da hinten müssen wir wieder. Ah, ne, müssen wir den auswählen, wo der Bunker war. Hier. So, verfolgen. Hallo? Punkt setzen. So. In die Richtung. Okay. Ja, wie gesagt, ist komisch. Oh, dieser Steinkreis hier. Hier gehe ich nicht durch. Bin Unglück, glaube ich. Die Ends. Genau. Seid ihr Hobbits? Oder seid ihr nicht? Ja, aber bist du eigentlich so schnell, Alter? Ich hab, Mighty Ducks Schuhe an. Ich bin Speedy Gonzales. Oh, hier ist ein Gegner. Ja, der hat uns. Das hört sich so an wie ein Tier. Das ist ein fettes Vieh. Erreichen wir noch den Bunker? Wer weiß das? Aber mal hier unten ist ein Eingang. Los, Börje! Komm rauf! Ja, mach ich doch. Geht nur ein bisschen langsamer. Wieder unseren Gegner. Mein Sniper. Tür zu. Zack. So wird das gemacht mit dem Sniper. Abgesperrt. Abgesperrt. Was hat das zu bedeuten? Abgesperrt. Make-up brauche ich nicht. Abgesperrt. Was hat das denn bedeutet? Ach, da unten ist Gas. Oder war das der Raum nicht, wo wir drin waren? Nee. Nee. Oh, Gegner kommt. Das ist eine gute Frage, aber wir können ja noch hoch. Gucken, ne? Was hier ist. Ich glaube schon wieder ein anderer Ausgang. Ja, hier ist der andere Ausgang. Ja. Nee, wir müssen nach unten anscheinend. Aber hier waren wir schon drin im Bunker. Ja, dann ist das der, wo das Gas, dann ist das immer mehr ausgelaufen. Aber was wird denn angezeigt für komische Dinger da? Wo fühlen die denn hin? Das ist, glaube ich, unten. Ich mache mich mal voll. Und dann sprint ja, ich mal zu dem. Du kleines Opfer, du. Jetzt bräuchten wir deine Sicht, aber das können wir testen, wenn ich das Stream Deck habe. Ne? Mhm. Achso, warte mal. Eine andere Idee noch. Und zwar, dass wenn wir sterben. Ah ja. Ja, ich hab. Wenn wir, du gehst runter, nicht ich. Achso, das stimmt. Oh, ist ein Gegner. Okay, ich bin tot. Hier sind viele Gegner. Ich mach aufgeben. Ja, kannst. Ja, gut. Hä? Boah, ist ja dunkler. Wie? Spawnpunkt auswählen. Was? Ich kann nicht das Funkding nehmen? Doch. Nö. Kann ich nicht. Oh ne, jetzt muss ich in der Kirche hier spawnen. Fuck. Hey, warte mal. Warte, wo bin ich denn? Ich bin in der Kirche. Sehr geil. Du bist jetzt in der Kirche oder was? Ich muss nochmal zu dir kommen. Ich konnte das Ding nehmen. Da ist der ganz. Alter, das ist ein großer. Ich konnte das Funkgerät nehmen.
aber richtig große. Das sind die ganz großen. Alter! Was ist das denn? Scheiße. Holy moly. Also ich konnte jetzt zum... Ich hätte zum Dingsus reisen können, zum Funkgerät. Nee, ich nicht. Wie gesagt, wenn ich das Streamdeck habe, dann testen wir mal, wenn wir mal Zeit haben, beide zusammen, irgendwann mal abends. Beide Sichten einfach. Einfach nur ein Test. Wir müssen ja nicht dann streamen. Mhm. Weißt du? Dass ich dann umschalten könnte, weißt du, so mit Knopfdruck und so. Hi. Hi. War ich da was ausgewählt gehabt? Warte mal. Die Maschinen waren vor dir. Suche nach zurückgelassenen Gegenständen. Scheiße, einer musste nochmal nach unten, Bray. Wieso? Das ist noch eine Sache, die ich auswählen muss. Dann habe ich das... Ich habe schon eine Sache ausgewählt. Oh, ja komm. Alle guten Dinge sind reif. Hi. Okay, dann habe ich es ausgewählt. Lach nicht. Oh, jetzt kann ich die Sachen öffnen. Oh, das sieht so gut aus, Ingmar, wirklich. Das sah so, weißt du, erst weg und dann ganz schnell so, kommt wieder so ein, ganz langsam so ein Typ da runter. Das sah sehr gut aus, wirklich. Was ist das denn? Hanal Dietrich. Kann man damit Türen aufmachen? Ja, das aufmachen? Ist für einen Hahn. Hahn an. Damit kann man Türen aufmachen. Man kann nur hoffen, abgeschlossen. Damit kann man Türen aufmachen! Mit den Dietrichen? Nein, nicht diese Tür, nicht unbedingt diese hier. Aber guck mal, die sind alle jetzt offen. Ja, also, aber nicht, nicht unbedingt. Wo ist er? Hab ich mich erschrocken. Ich meinte so Türen, die, die so Schuppentüren, weißt du? Ach, diese Dinger. Ah, okay. So. Dann haben wir die eine Mission auch geschafft. Mann. Haben wir eine Mission? Das andere, wie gesagt, geht leider nicht. Jetzt. Einmal entweder finden den verschollenen Armeelaster auf der Straße nach Mesker. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo Mesker ist. Mesker. Alter, wo ist der Mesker? Find ich nicht. Sehe ich auch nicht. Den Weg nach Mesker. Keine Ahnung. Hier auf der Karte keinen Mesker. Nö. Okay, dann können wir die Mission schon mal vergessen. Finn Unterschlupf auf Nora Stockholm. Habe ich also die beiden. Theoretisch. Oder halt Kommandonetzwerk Minken, Sörken, Maden, Utten, Skelven, ja, ist schwierig. Ist echt schwierig. Ja, die Hauptmission müssen wir ja machen. Irgendwie, das ist ja auch. Ne, wir haben jetzt noch knapp 13 Minuten Zeit. Ja, aber. Ja, oder wir müssen auf dieser Insel, wo wir jetzt waren, gibt's das gar nicht mehr, die Bunker. Weil wir haben ja zum Beispiel 1, Fessla, dann den Marinebunker gefunden, dann den Bunker, wo wir jetzt... Oh, jetzt kann ich Schnellreise machen. Dann den Skaven haben wir gefunden, aber der gehört ja nicht dazu anscheinend. Mehr Bunker haben wir bis jetzt noch nicht gefunden. Ja, das neue Gebiet, wo da ist, da gibt es eine Airbase und was nicht alles. Wie kommt das man heißt, denn dahin? Achso, da, ja. Ja, wir müssen laufen, das heißt, ich markiere mal. Ja, ja, dann können wir mal laufen, ne, bei 13 Minuten. Okay. Ich glaube, ich Leben verloren. Schon wieder dunkel oder was? Nee. Aber la. Yeah! Wow! Komm rein! Hat der einen Ninja-Sprung gemacht? Schwebt der gleich wieder? Warte mal. Kann er nicht warten, wir müssen ja eh los. Alter. Der hat aber einen Sprung zu dir immer. Ohne Spaß, ich hab gerade. Oder. Alter. Was ist denn nicht richtig mit euch allen hier? Ich will nicht mehr. Lass mal laufen. Alter, soll ich dir mal die ganz großen zeigen, Böhe? Nee. Ja, komm mal mit, ich zeig's dir. Komm mit.
Kleiner Mann. Beschossen. Ja, von irgendwo hinten. Alter, das war ja unnormal. Sind die irgendwie auf dem Weg, die dicken Dinger? Nee. Meinst du so ein Ochse? Ich zeig, ohne Spaß, das sind die richtig fetten. Ich hör's. Scheiße. Hab ich. Okay, weg. Da ist er vor uns. Siehst du den großen Mech Warrior? Da, Riese A600 Dings, die kennt nun von Oberholm. Siehst du den? Ach du heilige Scheiße. Und hinter uns auch, da. Oh fuck, so, Alter. Okay, lass mal laufen. Wie schön, dass du Alter. Bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst. Aber ich glaube, wenn man die tötet, gibt's richtig geil. Denke ich, Loot auch fallen, denke ich mal, aber ich hab gut, da jetzt. Wir haben ja theoretisch noch den Rucksack, ne? Wenn wir sterben, können wir da wieder spawnen. Wollen wir es einfach mal versuchen? Wir haben ja nicht mehr viel Zeit, komm. Ich hab aber nicht mehr so viel Munition. Ja, ist scheiß drauf, Alter. Warte. Scheiß drauf, no risk, no fun, Alter. Los! Ich hab keine Munition für Shotgun. Hä? Doch, du musst reinziehen. Wenn du die hast, musst du die reinziehen. Dankeschön. Hast du geschossen? Wo ist denn der Große? Da oben. Wo? Oh. Hinter uns ist ein kleiner. Hab ich. So, jetzt auf den Großen, Alter. Dankeschön, Sporty. Dankeschön für deinen Haustoast, Apfel. Oh, ficken, Alter. Oh. Der hat so eine Schaltfläche, vielleicht da drauf. Macht der überhaupt was? Wow! Der hat vorne so eine fucking Schaltfläche. Alter! Warte mal, bleib. Ich bin ja gleich wieder da. Unser Schlupf spawnen. Warte, ich bin in der Kirche. Ich komm raus. Alles gut. Ja, ich hab die Dinger nicht. Ich hab die, grad nicht drin, komischerweise, die. Ah! Ah, der greift den Großen an! Warte! Kann ich nicht! Oh fuck, da ist ein ganz anderer Großer noch. Ich alles. Oh! Ja, na, oh Gott! Oh, ficken, Alter! Oh! Ich geh mal in die Scheune rein. Hier sind auch mittlere. Ich muss. Rette mich! In die Scheune, Berge! Mach Tür zu hinter dir, wenn's geht. Ich hab keine Munition mehr. Ja. Okay, also das sind welche, die sind sehr, sehr, sehr heftig. Oder? Oder kommt jetzt gerade nur so vor, die großen. Der hat eine Fuck-Schaltfläche vorne dran. Ich glaube, darauf müssen wir schießen. Ah, ja, das sind aber zwei jetzt. Welchen nehmen wir denn jetzt? Ja, das ist jetzt, da sind nicht nur zwei, da ist auch noch, ich hab nicht mehr so viel Munition. Doch, hier noch. Da sind auch noch die mittleren, aber mehrere davon. Wir sind so gearscht, Alter. Das ist ohne Spaß. Machen wir bei jedem Ding eine Tür auf. Oh Gott. Weißt du? Weißt du, wie ich meine? Boah, fick dich ins Knie, Alter. Weil das Geile ist, die kommen nicht hier rein. Nee, das ist es. Oh, da haben wir uns selber in den Arsch gefickt mit, ey. Haben wir uns selber mit in den Arsch gefickt, gerade mit der Kacke. Oh, da kommt noch rein, der eine! Weg mit dir. Hallo. Tod. Das gibt's nicht. Was ist mit dir denn? Kannst du mich hochhelfen? Ja, kann ich. Danke. Ich muss kurz einmal leben.
Jetzt so eine Fick-Schaltfläche vorne. Komm her, komm her, komm her. Dreh dich um, Ochse des Grauens. Oh! Alter! Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Zeig deine Fick-Schaltfläche. Der hat mal eine Druckwelle gemacht, ne? Na gut, ich weiß halt nicht. Ich weiß halt nicht, wo man hinschießt. Ich bin tot. Ich bin tot. Nee, du bist nicht tot. Doch. Also, ja. Ich kann dich nicht aufhelfen. Jetzt ehrlich? In eine Kirche, Babe. Spawn in eine Kirche. Wieso in der Kirche, Alter? Oh Gott, Alter. Macht das Spaß. Ich muss eben schnell gucken, ob ich noch Munition habe. So wenig Munition, ey. Wie böse, ey. Scheiß, die waren dann. Das Problem ist, wir machen gerade alles an unserer Munition aufbrauchen, ne? Yep. Wenn du gleich wieder bei mir bist, wenn du es schaffen solltest, hier rein. Alter, mit einem Schuss! Ich nehme mir gleich ein Handy, ey. Boah, jetzt wird gefickt, Alter. Ich hab ne MP, Alter. Jetzt. Ach, in der Kirche war auch ein Dings, ne? Ein Lager, ja klar. Alter, du bist so umzingelt, Ingmar. Gut. Renn! Ich weiß halt nicht, bei dem großen ohne Schaltfläche sein soll. Vorne. Wenn die dich angucken, da ist so ein rotes, grünes Licht dran. Hallo. Ich hab da mal eben einen großen zerstört. Einen kleinen, also so einen mittleren. Okay. Ich weiß nicht wo. Ich hab eine Schaltfläche. Oh, fuck. Eine Schaltfläche habe ich bei einem großen zerstört. Es steht nur noch. Achso, das ist. Ja, die stehen alle nur. Komm in der Kirche wieder spawnen, ey. Okay, wir lassen's lieber. Wir lassen's lieber. Ich hab keine Ahnung, wie man die zerstört. Ja, ich muss kurz einmal hier zum Laden. Alter. Boah, wie mega fett sind die Viecher denn. Ach du Scheiße, Alter. Ey, mal kurz mal was gucken. Hab ich eigentlich noch. Shotgun-Munition hatte ich keine mehr. Die kann ich dann austauschen. Gegen meine andere Waffe. Mal gucken. 3 Schuss. Welchen brauche ich denn für diese Waffe? Ich brauche dafür Standardmaschinengewehr. Keine Ahnung. Immer noch naja. Andere Waffen? Mäuse. Na, wenn ich hab noch so ein Automatgewehr 4. Gewehrförder. Ja, stimmt, warte mal. Das so, aber ich weiß nicht, was das für Munition hat, das Ding. Weißt du? Den hatte ich ja gerade gehabt, die Waffe. Aber die habe ich zumindest, oder? Ja, genau, ich habe die. Ich habe 3 Schuss nur noch. Also ich kann es dir zumindest. Was hat die denn für Munition, weißt du das? Drei Schuss. Boah, da fragst du mich jetzt was. Ich glaube, ich hab's. Gewehr. Ein Standardgewehrkaliber, in der das 7,62, glaube ich. 7,62. Okay. 7,62 immer. Aber die großen lassen wir mal. Die haben auf jeden Fall Schaltflächen.
Und ich glaube, da muss man drauf schießen. Anders kann ich mir nicht erklären, wie man die töten kann. Wirklich nicht. So Schaltflächen sind für mich immer im Auge. So, ne, die muss man ficken. Schon heftig. Ist Lobis, die großen plus noch einer sind halt genau. Oh, wir laufen Kirche hinten rum und am Wasser unten entlang. Das heißt, wo wollen wir denn jetzt hin? Ja, weg von der Insel hier. Wollen wir jetzt noch auf Insel? Ja, jetzt ein bisschen laufen. Versuchen. Glaube ich richtig? Ja. War einfach nur weg. Weg. Finden den verschollenen Mann, das ist ja egal. Kommst du hinter mir? Ja, ich bin nur ein bisschen. Nice. Langsam, weil ich angeschossen werde. Natürlich auch für Wiese auch wieder so ein Dingsbums. Zum Beispiel auch die ganzen Gegner, die jetzt da waren, die hätten ja echt alle looten können. Da wäre so viel Munition gewesen. Ja, gut. Aber die Großen, die haben uns das einfach, ja, mal kaputt gemacht. Naja, gut. Wir wissen auf jeden Fall, dass die nicht so einfach sind. Nee, da müssen wir, glaube ich, entweder noch dickere Waffen haben für. Weil das könnte ich mir vorstellen, dass da gar nicht diese kleinen Pisswaffen, die wir jetzt gerade haben. Oder so Panzerfaust oder so. Aber es ist jetzt schon wieder einer. Ja, kleine. Hab ich jetzt blöd? Komm mal denn hier rein? Naja, komm jetzt weiter, komm. Das können wir noch immer noch machen, wenn wir wieder sterben und woanders spawnen müssen. Also ich denke mal, wir müssen bestimmt noch mal woanders her. Mir ist es jetzt wichtig noch in der Folge, in der so, dass wir halt zur... Oh scheiße, wir laufen viel zu weit außen rum, ey. Fuck, wir müssen mal in diese Richtung mal laufen. Dass wir halt, ja, doch Richtung der großen Insel, also zum großen, ja, große Insel ist es ja. Jetzt gucken, was gibt's hier? Gibt's hier irgendwas Geiles? Irgendwie Munition? Nee, eine Leuchtfackel. Und was ist hier? Gar nichts. Doch hier. Nee, noch nicht. Okay, raus. Jetzt sieht's schön aus. Jetzt sieht's. Ja. Jetzt sieht's wunderbar aus. Ja. Jetzt doch mal halt, ne? Aber schon krass, ey, wie viel Munition man an den Viechern verballert. Generell. Obwohl es gar nicht so viel Munition gibt. Da frage ich mich halt immer nur, wie soll man das denn dann auch schaffen? So von der... Ja, gut. Keine Ahnung. Gut, man muss sie einfach nur jetzt noch ignorieren, man ist, glaube ich, noch zu schlecht dafür. Ja, das kann sein. Weil ich glaube, noch größere Gegner gibt es nicht. Ich glaube, das sind schon die Megatanks, ey. Aber immer kommen da ja noch irgendwie oder irgendwann so... Also noch Riesenteile, weißt du? Die waren ja noch relativ klein von der Höhe her. Weißt du? So, ich könnte mir noch vorstellen, noch so ein bisschen, weißt du, wo man denkt, ach du Kacke. Ja gut, wo ich die gesehen habe, das erste Mal, da dachte ich mir so, jo, lauf mal. Ja, die kriegt man ja auch ich so. Weiß, warum wisst ihr, warum ich schneller bin? Weil ich das, glaube ich, ausgewählt habe im Menü, in den Fertigkeiten. Ach so. Ja, kurz mal gucken auf Karte. Ja. Aber wie gesagt, da kommen gleich ganz dicke. Wir müssen jetzt wirklich am Wasser entlang laufen, sonst treffen wir die wieder. Ja. Das einzige Gute ist bei den dicken Dingern, die sind nicht schnell. So, aber andere Sache, die haben ganz viele kleine Gegner plus mittlere Gegner. Die haben Raketen, Alter. Raketen, genau. Das ist, ja, Alter, das ist. Da oben ist doch wieder einer, oder? Ja. Da oben, da läuft einer. Wie so ein Affe. Babe, bist du noch da? Ich bin hier hinter dir, ja. Nein, ich meine, bist du da im Mikrofon, weil es gerade einmal kurz gerauscht hatte und dachte ich mir, oh, ist das da hier? Nee, ich bin da, ich bin, bin vollkommen anwesend gerade. Okay. Und vielleicht finden wir auch hier die anderen Bunker auf der großen Insel dann. Stimmt. Hast du recht. So, eine Kanutour. Da ist noch ein großer Gegner hier oben. Ja, ich glaube, die sind jetzt ein bisschen mehr verbreitet. Oder sehen die anders auch? Warte mal, der Sommer ist... Nee.
Sollen wir es testen? Ja, komm. Nein, nicht testen, angreifen, nur einfach gucken, ob der anders aussieht. Weil es waren ja, wie gesagt, die heißen ja alle anders. Wolf, Ochse, Riese. Verstehst du? Ach so, meinst du? Ob die anders aussehen? Warte mal, ich komm. Da ist er. Da ist er. Warte mal. Oh, nee. Ja, haben wir uns. Lauf! Lauf, Forrest! Hinter mir, genau hinter mir! Jo! Der ist wirklich hinter dir. Aber es ist ein mittlerer Gegner. Nee, ja, aber nicht. Nee, das ist ein starker. Lauf! Schön in Südküstenregion genügend Maschinen, um einen, was? Zugangscode irgendwas zu erhalten, stand da. Hier sind wieder auch Missionen da. Das ist der Bunker Minken. Den suchen wir. Oh, kann man damit fliegen? Ich frage mich gerade auch, warum steht hier so eine Kiste? Unterschub freigeschaltet. Nice. Nice. Ja, gut. Cool. Oh, eine Toilette. Was ist denn? Notsignalflackel. Selbstklebend. Kannst du dich dranhängen? Granaten, Alter. Ich hab Dietrich. Granaten bekommen. Vielleicht ist jetzt die Insel jetzt wirklich mal eine. Die. Ja, nice! Ja. Ist hier noch irgendwas? Ja, das war unser Dings wieder. Sind hier aber auf den, bei den Flugs. Ich glaub, der sucht uns. Wie süß. Ah, Fahrzeugstation benutzen. Ne! Nee, komm, ein Fahrrad. Kann man auch irgendwann was anderes? Ein Auto? Ja, bestimmt. Lass mal kurz mal an eine Deckung gehen, ist der Typ uns da. Kill. Ja. Mal kurz gucken. Also, was war das? Wie heißt der Bunker hier? Minken. Zerstöre in der Südregion Minken. Genügend Maschinen, um einen vollständigen Zugangsbarcode zu erhalten. 0 von 3. Ah, okay. Das ist aber keine Hauptmission, oder? Doch. Ja, das ist eine Hauptmission. Cool. Ja, krass. Und Minken, war das denn eine hier auf dem Dings? Ja, die ist ganz oben. Suche den Feldzugplan im Bunker Minken. Aber ja. Wo kann man denn noch weiterlaufen denn hier? Warte mal. Hier nicht, glaube ich. Da bei dir auch nicht, ne? Nee. Ich glaube, irgendwo anders ist nur ein Eingang. Okay. Der Gegner hier irgendwo? Läufst du jetzt weg, oder was? Ja, ich bin rausgelaufen. Wir haben schon längst... Ja, gut. Da oben steht er. Weg. Lauf doch! Den kannst du nicht töten, Alter. Doch, dann bleiben wir hier tot. Im Unterschlupf. Hier können wir ja rausgehen. Okay. Ist alles gut. Super. Cool. Dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Nächste Woche Montag wieder Generation Zero auf der neuen Insel gegen große Leute, wie wir wieder verkacken. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.